Moin, willkommen in Hamburg am Hauptbahnhof. Heute geht es wieder einmal von Hamburg nach Leipzig und zwar diesmal über Magdeburg mit der neuen Intercity-Verbindung, die zum Fahrplanwechsel Ende 2023 eingerichtet wurde. Der IC 2233 fährt am späten Nachmittag in Hamburg Hauptbahnhof ab in Richtung Magdeburg. Der Zug fährt montags bis freitags und sonntags. Der Gegenzug kommt morgens aus Magdeburg in Hamburg an. Information zu IC 2233 nach Magdeburg Hauptbahnhof über Wittenberge, Abfahrt 17:08 Uhr, heute von Gleis 11. Ich wiederhole, IC 2233 nach Magdeburg Hauptbahnhof über Wittenberge, Abfahrt 17:08 Uhr, heute von Gleis 11. Zuerst fährt noch eine Regionalbahn nach Itzehoe aus. Hier fährt der Zug nach Gleis 11 ein. Über die Strecke am Oberhafenkanal verlassen wir Hamburg. Die weiteren Halte des Zuges sind Ludwigslust, Wittenberge und Stendal. Ankunft in Ludwigslust.
Nach der Ausfahrt aus Wittenberge fahren wir über die Elbbrücke. Stendal ist der letzte Zwischenhalt. Mit 20 Minuten Verspätung ist der Intercity an diesem Tag, am 1. Januar 2024, in Hamburg abgefahren aufgrund einer verspäteten Bereitstellung und mit etwas mehr, also 25 Minuten Verspätung, in Magdeburg Hauptbahnhof angekommen. Ansonsten war die Fahrt erfreulich glatt und der Zug war auch am Neujahrstag nicht besonders voll. Die Anschlüsse in Richtung Leipzig oder Berlin können problemlos erreicht werden. Insgesamt bietet dieser Zug eine gute Möglichkeit, um zum Beispiel weiter in Richtung Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen zu fahren. Mit diesen Ansichten vom Magdeburger Hauptbahnhof sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.